Sebastian Kurz und sein Team haben sich vorgenommen, die Abgaben- und Steuerlast auf 40% zu senken. Leistung muss sich wieder lohnen. Sebastian Kurz hat den richtigen Weg eingeschlagen. Vieles konnte bereits umgesetzt werden. Resümieren die burgenländischen ÖRAB-Vertreter. Jetzt ist aber eines klar. Wer den Weg der Entlastung weiterhin möchte, muss am 29. September Sebastian Kurz und sein Team wählen. Damit Österreich wieder zurück an die Spitze kommt. So Landesparteiobmann Thomas Steiner. Ja, guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dankeschön, dass ihr euch die Zeit nehmt, heute zu unserem Pressegespräch zu kommen. Ein Pressegespräch des ÖRB Burgenland und meiner Person. Ich darf euch recht herzlich begrüßen und unser Thema ist heute Entlastung für die Menschen. Die Volkspartei auf Ebene des Bundes, aber auch die Volkspartei Burgenland haben immer ein ganz großes und zentrales Ziel in der Politik, die wir machen, in den Vorschlägen, die wir machen, nämlich, dass es am Ende des Tages den Menschen besser gehen soll. Das ist das Ziel, das uns zusammenhält und wo wir alles tun und versuchen, gerade auch im Burgenland massive Verbesserungen für die Menschen zu erreichen. Wir haben jetzt eine Situation, die allgemein bekannt ist. Die Bundesregierung wurde ja im Nationalrat abgewählt und das tut sehr, sehr vielen Menschen in Österreich und natürlich auch im Burgenland leid, weil diese Bundesregierung in diesen 17 Monaten, 18 Monaten extrem viel weitergebracht hat, was vor allem zur Entlastung der Menschen geführt hat. Ein großes Ziel der Bundesregierung war es ja, die Steuerlast, die Steuerquote, die Abgabenquote auf mindestens 40% zu senken. Das ist natürlich ein großes Ziel, weil es auch gleichzeitig darum geht, den Menschen mehr im Geldbörsel zu lassen. Unser Wahlspruch und unser Prinzip, nämlich dass sich Leistung lohnen muss, die hat Sebastian Kurz als Bundeskanzler praktisch in jeder Initiative, bei jedem Projekt, das umgesetzt wurde, auch immer wieder betont und das ist auch immer wieder sehr gut durchgedrungen. Wir wollen diesen Weg der Entlastung, der eigentlich ja erst begonnen hat, wir wollen diesen Weg der Entlastung natürlich fortführen und das ist nur möglich, wenn es eine ganz, ganz starke Volkspartei nach dem 29. September auf Bundesebene gibt, denn mit Sebastian Kurz haben wir den Garanten dafür, dass diese stringente Politik der Entlastung auch ganz klar fortgeführt wird. Wir haben in diesen 17 Monaten, und da werden dann die Kollegen näher darauf eingehen, irrsinnig viel weitergebracht, nur stichwortartig Familienbonus Plus, die größte Steuerentlastung für Menschen, die arbeiten gehen und Kinder haben, die es jemals in diesem Land gegeben hat, aber auch die Entlastung von Menschen mit niedrigen Einkommen wurde umgesetzt, die Mindestpension erhöht oder auch zuletzt schon eine Initiative der Bundesregierung, die dann erst vor kurzem umgesetzt worden ist. Ich denke, dass wir alles tun müssen, um diesen Weg auch weitergehen zu können. Ich hoffe, dass wir am 29. September genau das auch schaffen, dass die Volkspartei einen klaren Auftrag dafür bekommt und nicht nur die Volkspartei, sondern insbesondere natürlich auch Sebastian Kurz. Und nach dem 29. September geht es dann darum, auch für das Burgenland neue Wege zu gehen, auch für das Burgenland dafür zu sorgen oder im Burgenland dafür zu sorgen, dass es auch hier Verbesserungen für die Menschen gibt in vielen Bereichen, wo wir derzeit Defizite haben, Verkehrsbereich, im Bereich der medizinischen Versorgung, im Bereich der Krankenanstaltenstruktur, aber auch in vielen anderen Bereichen, in der Wirtschaft, in der Landwirtschaft. Es ist als Oppositionspartei, die wir derzeit im Burgenland sind, natürlich sehr schwierig, Dinge umzusetzen, aber es ist uns in der Vergangenheit immer wieder gelungen, durch unsere konstruktiven Vorschläge als starke Alternative ganz einfach die Regierung so weit zu bringen, dass sie schlussendlich unsere Vorschläge auch umgesetzt hat, in manchen Bereichen, leider nicht in allen Bereichen. Und da hat sich unser Prinzip, glaube ich, auch gut bewährt, dass die beste Kritik die Alternative ist und das sind wir. Wir sind die Alternative für dieses Land, für die Menschen und wir werden nach dem 29. September natürlich alles tun, damit auch im Burgenland dieser Weg der Entlastung und dieser Weg
das Leben der Menschen zu verbessern, gegangen werden kann. Danke, Thomas. Ich glaube, das kann man gleich nahtlos fortsetzen. Die beste Kritik ist, eine starke Alternative darzustellen. Gestern waren Thomas Steiner und ich gemeinsam mit der CIG Büssing unterwegs. Wir haben Bürgermeister und Vizebürgermeister zu Gesprächen getroffen, haben einmal mehr hineingehört, was die Sorgen und Anliegen der Kommunalpolitiker in dieser Region sind. Und ein Thema war ganz vordergründig, es war die Gesundheitsversorgung und damit zusammenhängend die Frage, wie kann man in unseren kleinstrukturierten Gemeinden, wie kann man in Burgenland würdevoll altern. Und das merkt man, den Menschen ist es ein ganz bewusstes Thema. Sie haben die Sorge, dass es natürlich, wenn sie selbst in die Situation kommen, pflegebedürftig zu sein oder einen Angehörigen pflegen müssen, dass es in Burgenland nicht die optimalen Rahmenbedingungen gibt. Die Bundesregierung hat reagiert, die Landesregierung rechnet und macht obskure Anstellungsmodelle, wo bis heute nicht am Tisch liegt, wie das funktionieren soll. Es wird ja nach wie vor in der Sozialabteilung gerechnet und gerechnet. Ich wundere mich, vielleicht müssen wir mit einem Taschenrechner aushelfen. So ganz einfach, wenn man den Menschen Löhne verspricht und dann klarstellt, wie sie angestellt werden können, dann muss ja eigentlich das Rechenmodell in 2 Minuten erledigt sein. Offensichtlich geht es nicht so einfach. Offensichtlich hat Hans-Peter Doskozil im Pflegebereich kein taugliches Modell. Dieses Modell hat die Volkspartei. Einerseits mit einem ganz klaren Angebot an die Menschen. Wir möchten, dass ein würdevolles Altern zu Hause möglich ist. Was haben wir dazu getan? Sebastian Kurz und sein Team haben die Anpassung des Pflegegelds durchgesetzt und haben ganz klipp und klar vorgestellt, Österreich braucht eine Pflegeversicherung. Das ist ein langfristiges Modell, kein Modell, das von heute auf morgen wirkt. Ein Versicherungsmodell ist über Generationen geplant und natürlich wird es hierzu ganz konkrete Überlegungen brauchen, wie kann ich das aufkommensneutral, also nicht mit neuen Steuern und Abgaben, finanzieren. Ein Vorschlag der Volkspartei liegt am Tisch. Ein ganz allgemeines Lebensrisiko wird auch, Gott sei Dank, werden wir älter und gesünder älter, die Pflege sein. Und wenn es ein allgemeines Lebensrisiko ist, dann braucht es auch einen klaren Versicherungsfall für die Gesellschaft. Und neben der Arbeitslosenversicherung, danke, das ist, wenn man es nicht alles genau aufschreibt, soll es eine fünfte Säule geben, nämlich die Pflegeversicherung. Ganz klar geregelt und ganz offensiv angesprochen, ein Modell der Zukunft. Die Menschen brauchen hier ein ganz sicheres Modell. Keine Experimente wie im Burgenland, schon gar nicht unausgegorene Ideen aller Hans-Peter Doskozil, sondern eine ganz klare Ansage, wenn es zum Pflegefall kommt, muss jede Österreicherin, jeder Österreicher wissen, was passiert. Diesen Weg möchten wir unterstützen. Thomas Steiner hat es gesagt, wir stehen erst am Anfang. Die Entlastung hat erst begonnen. Wir haben uns ja schon in der Arbeiterkammerwahl ganz klar positioniert, wo wir unsere Schwerpunkte sehen, nämlich in der Entlastung von Niedrigverdienern und in dem Fall auch in der Frage der Mobilität. Und auf beides werden die Kollegen jetzt eingehen. Bitte, Christoph. Ja, danke, lieber Christian, Thomas und Johannes. Wir sind als Neue Volkspartei im Jahr 2017 angetreten, um die Menschen auch spürbar zu entlassen. Wir haben sehr, sehr viel weitergebracht, wurde angesprochen, der Familienbonus mit einer Entlastung von bis zu 1.500 Euro pro Jahr und Kind. Und wir haben mit der Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages auch die kleinen Einkommen entlastet. Und was uns wichtig ist, wir entlasten die Menschen ohne neue Steuern und ohne neue Schuldner. Unser Ziel ist es, die Steuernabgabenquote auf 40% auch zu senken. Und es freut mich, dass wir im September eine weitere Maßnahme bzw. eine ÖAB-Forderung im Parlament umsetzen werden. Wir werden Teile der Steuerreform umsetzen, die sind auch budgetiert und darum werden sie noch vor der Wahl auch beschlossen. Das ist die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge für kleine Einkommen. Das ist ein Volumen von 700 Millionen Euro. Was bedeutet das? Ein Arbeitnehmer wird im Schnitt mit 300 Euro pro Jahr auch entlastet. Und was für uns als Arbeitnehmervertreter auch wichtig ist, dass wir jene Menschen entlasten, die ihr Leben lang gearbeitet haben, nämlich unsere Seniorinnen und Senioren, mit einem Betrag von bis zu 200 Euro im Jahr. Das wurde auch schon von unserem Landesparteiobmann angesprochen.
der Beschluss bei der letzten Parlamentssitzung, wo wir die Mindestpensionen bei 40 Beitragsjahren auf 1200 Euro angehoben haben, für Ehepaare auf 1500 Euro. Ich glaube, das ist der wichtige und ein richtiger Schritt. Wir wollen eine ehrliche Steuerentlastung, wir wollen eine ehrliche Steuerreform, ohne neue Schulden, ohne neue Steuern. Wer das möchte, der muss im September die ÖVP wählen. Wer Sebastian Kurz als Kanzler möchte, muss Sebastian Kurz auch wählen. Ich glaube, das Fundament steht. Jetzt gilt es, die Herausforderungen der Zukunft auch anzupacken. Unser Weg hat erst begonnen. Ein herzliches Grüß Gott, meine Herrschaften. Mobilität war, ist und wird Thema sein. Ich darf Ihnen einen kurzen Auszug aus der Gesamtverkehrsstrategie des Burgenlands vorlesen. Bedarfsgerechter, nachhaltiger, finanzierbarer öffentlicher Verkehr ist ein wesentlicher Baustein, um die Mobilität im Burgenland sicherzustellen. Dabei müssen Fahrpläne durch Taktvereinheitlichung und bessere Abstimmung zwischen Bahn und Bus optimiert und höhere Qualitätskriterien, etwa in Bezug auf Barrierefreiheit, Fahrgastinformationen sowie Park-and-Ride-Anlagen eingeführt werden, sowie Bus und Bahn in der Region besser aufeinander abgestimmt werden. Es muss auch möglich sein, einfach und unkompliziert vom Fahrrad oder vom Pkw zu Bahn und Bus zu wechseln. So steht es zumindest in der Gesamtverkehrsstrategie des Burgenlandes. Leider sieht die Realität etwas anders aus. Über den Sommer tun deshalb wir, die ÖVP-Arbeitnehmer, gemeinsam mit dem ÖVP Burgenland und dem ÖAB durch alle 7 Bezirke mit unserer Kampagne "Da läuft etwas verkehrt" wollen wir diese Verbesserungen für die burgenländischen Pendlerinnen und Pendler einfordern. Menschen, die täglich in die Arbeit pendeln, wurden durch die Erhöhung der Ticketpreise im Verkehrsverbund Ostregion wieder einmal bestraft. Hier fordern wir eine gerechte Entlastung. Das Land soll diese Erhöhung für die Burgenländerinnen und Burgenländer übernehmen. Denn Leistung muss sich lohnen. Der, der jeden Tag aufsteht und zur Arbeit fährt, darf am Ende nicht der Dumme sein. Die kürzere Taktung des öffentlichen Verkehrs, eine bessere Ausstattung der Park-and-Ride-Anlagen und Nachtzüge von Wien über Neusiedl am See nach Wulkau-Brodersdorf würden nicht nur unsere Pendler entlasten, sondern viele weitere positive Auswirkungen haben. Ist erst einmal ein Angebot da, wird es auch genutzt. Als Vorzeigeprojekt sei hier Fanny, Vitus, Martin und Georg genannt, das City-Bus-Modell der Freistadt Eisenstadt.